Herzlich willkommen zu Motivation Glaube, unserer Serie, in der wir praktische Themen und Probleme des Alltags im Lichte der Bibel betrachten, um zu sehen, wie ein Glaube an Gott uns hindurchtragen kann durch all die Schwierigkeiten des Lebens. Heute mit einem Thema, das wahrscheinlich für viele oder zumindest für einige doch ein sehr ernstes und wichtiges Thema ist und das auch ganz unterschiedliche Emotionen hervorrufen kann. Das Thema heute ist die Einsamkeit. Manche Menschen haben vielleicht nicht so ein großes Problem mit Einsamkeit, die sind immer sehr sozial und im Mittelpunkt vieler Gruppen und haben immer etwas zu erzählen. Aber dann gibt es auch die Menschen, die meistens nicht so im Rampenlicht stehen, die eher abseits sich befinden, denen man vielleicht Hallo und auf Wiedersehen sagt, die aber auch eine ganze Reihe von Gedanken sich machen, aber eben nicht so wirklich teilhaben an der Gemeinschaft mit anderen. Menschen sind sehr oft einsam. Manch einer ist einsam, weil er tatsächlich niemanden hat, der mit ihm lebt, der bei ihm wohnt. Vielleicht ist er vielleicht sogar etwas menschenscheu. Andere sind einsam, obwohl sie in Gesellschaft sind, weil sie vielleicht das Gefühl haben, dass niemand sie versteht. So gibt es verschiedene Formen der Einsamkeit. Und vielleicht kennen auch Sie, lieber Zuschauer, die eine oder andere Form dieser Einsamkeit aus Erfahrung. Heute wollen wir einige Verse miteinander betrachten, die uns helfen, mit dem Problem der Einsamkeit fertig zu werden und zu sehen, wie wir aus dieser misslichen Lage herauskommen können. Das Wunderbare an der Bibel ist, dass egal was wir betrachten im Alltag, es auch Geschichten und Verse in der Bibel gibt, die genau davon sprechen. Im vorliegenden Fall gibt es etliche Passagen in der Bibel, die von einsamen Menschen reden. Eine ganz bekannte ist die Geschichte von Jakob. Jakob, ein wohlerzogener junger Mann, der sehr clever war und dem eine große Zukunft prophezeit gewesen ist. Der aber doch diese große Zukunft mit Tricks und Kniffen und auch Unehrlichkeit versucht hat herbeizubringen. Er hat sich den Erstgeburtssegen erschlichen, erlogen, er hat betrogen und als Folge davon musste er seine Familie, seine Wohnung, seine Heimat verlassen. Und in 1. Mose 28 finden wir ihn, wie er dort in ein fernes Land reist, einsam und verlassen in einer Gegend, die nun wirklich nicht besonders einladend war. Und als jemand, der selbst gesündigt hatte, der Gottes Gebote betreten hatte, der gelogen und betrogen hatte, hatte er wahrscheinlich das Gefühl, dass er nun auch von Gott verlassen ist. Einsam dort mitten irgendwo auf dem Weg wurde es Nacht. Und er fand nichts, wo er sich hinlegen konnte, nicht mal irgendwo ein Grasbett oder was auch immer. So musste er sein Haupt auf einen Stein legen. Aber diese Geschichte ist deswegen so interessant, weil sie zeigt, dass selbst dann, wenn wir wirklich von aller menschlicher Sympathie abgeschnitten sind, ganz auf uns alleine gestellt, niemand sich um uns kümmert, keiner nach uns fragt, es doch einen gibt, der sein Auge auf uns gerichtet hat. 1. Mose 28, Vers 15, da sehen wir Worte, die Gott zu ihm spricht in einem Traum. In diesem Traum sieht er eine Leiter, die vom Himmel bis zur Erde herunterreicht. Auf dieser Leiter, da gehen Engel auf und ab und später im Neuen Testament wird uns gesagt, dass diese Leiter ein Symbol für Jesus Christus war. In seiner äußersten Einsamkeit gab es da jemanden, der ihn begleitete, das war Jesus. Und wir lesen hier die Worte in Vers 15, wie Gott zu ihm spricht und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und so sehen wir diese wunderbare Geschichte, dass Gott selbst dann, wenn wir ganz einsam sind, er unser sein Auge auf uns gerichtet hat, dass er uns nicht verlassen möchte, dass er, wenn wir das annehmen wollen, mit uns zieht, egal wohin uns der Weg führt. Was eine wunderbare Verheißung. Eine andere Geschichte in der Bibel, die ebenfalls von Einsamkeit spricht, in einer etwas anderen Form, findet sich in 1. Könige und dort Vers 19. Auch dort haben wir eine bekannte Persönlichkeit der Bibel, nämlich den Propheten Elia. Elia war nicht einsam in dem Sinne, dass kein Mensch um ihn herum gelebt hat. Elia war einsam in dem Sinne, dass er das Gefühl hatte, er ist der
Einzige, der noch wirklich für den wahren Glauben einsteht. Da ist niemand, der ihm hilft, niemand, der die Sache Gottes mit nach vorne bringt. Und manchmal können wir uns auch in diesem Sinne einsam fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir sind Einzelkämpfer. Keiner unterstützt uns in dieser wichtigen Aufgabe, die uns aufgetragen ist. Und so heißt es hier in 1. Könige 19 und dort Vers 14, er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herr, Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Bei Elia kamen mehrere Dinge zusammen. Es war nicht nur Einsamkeit, es war auch Depression und einige andere Dinge. Er fühlte sich einsam und verlassen. Niemand war da, der ihm hilft. Alle waren gegen ihn, so schien es ihm. Interessanterweise, wenn wir die Geschichte weiterlesen, wissen wir, dass es eine begrenzte Sicht war, die ihn dazu gebracht hat. Er wusste nicht, dass es noch 7000 andere gab, die auf seiner Seite standen. Und so haben wir manchmal auch das Gefühl, dass keiner uns versteht, dass wir ganz alleine dastehen und wir wissen gar nicht, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die genau das Gleiche denken wie wir auch und die auf unserer Seite stehen. Auch das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man, selbst wenn man ein Mann Gottes ist, sich manchmal vor Verzweiflung selbst in eine Einsamkeit hineinreden kann. Und auch wir sollten uns davor hüten, das zu tun. Was kann man also tun, wenn man dieses Gefühl von Einsamkeit hat oder von Unverstandensein? Schauen Sie mit mir in Hebräer 13 und dort Vers 5. In Hebräer 13 und dort Vers 5. Wir lesen im zweiten Abschnitt des Verses jene wunderbare Verheißung, die Gott nicht nur dem Jakob und nicht nur dem Elia, sondern auch Ihnen und mir geben möchte. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Lieber Freund, liebe Freundin. Und wenn alle Menschen uns aufgeben, wenn Freunde sagen, ich will nichts mehr von dir wissen, wenn Eltern sagen, wir wollen dich nicht mehr als unser Kind, wenn Ehepartner uns einsam zurücklassen, weil sie mit jemand anders durchbrennen oder was auch immer uns passieren kann und wir plötzlich einsam dastehen, gibt es doch dieses Wort der Bibel, dass da jemand ist, der sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Eines dürfen wir wissen, Gott wird uns nicht verlassen, solange wir bei ihm sind. Ja, es ist möglich, dass wir ihn verlassen. Und er wird das mit Trauer und mit gebrochenem Herzen zur Kenntnis nehmen. Aber solange wir unser Vertrauen in ihn setzen, wird er es niemals enttäuschen, dass immer jemand, auf den wir uns verlassen können. Es ist so tröstlich zu wissen, dass egal in welcher Situation wir uns befinden, egal wie einsam wir uns auch fühlen mögen, da ist jemand, der genau weiß, wie es uns geht. Jesus hat nicht nur verheißen, dass er bei uns ist. Jesus ist jemand, der auch weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man einsam ist. In Jesaja 53 und dort Vers 3 und 4 lesen wir, wie Jesus auf dieser Erde behandelt wurde und wie er sich von Zeit zu Zeit, vor allem dann natürlich in der Zeit kurz vor der Kreuzigung, gefühlt hat. Es heißt hier in Vers 3 und 4, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Jesus wusste, wie es sich anfühlt, verlassen zu sein. Verachtet zu werden, nicht beachtet zu werden. Er kannte Schmerzen und Leiden. Das heißt, er wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal so gegangen ist, dass jemand bewusst weggeschaut hat, als er sie gesehen hat. Man fühlt sich dann so fehl am Platz, man fühlt sich so einsam, man fühlt sich so minderwertig. Jesus hat das erlebt, dass Leute ihr Angesicht verdreht haben, als sie ihn gesehen haben. Nur nicht Jesus anschauen. So verachtet war er. Und es heißt sogar von den Gläubigen, wir achteten ihn nicht. Eine der schlimmsten Enttäuschungen Jesus war, dass selbst die, die eigentlich es hätten besser wissen müssen, ihn verleugneten. Dass sogar einige seine Jünger es fertig brachten, in der
Stunde der Versuchung zu sagen, ich kenne ihn nicht. Und nichts schmerzt uns Menschen mehr, als wenn die, auf die wir am meisten gesetzt haben, unsere besten Freunde und Bekannten, vielleicht unsere Familienangehörigen, uns im entscheidenden Moment nicht mehr zu uns stehen, wenn sie uns verraten. Wenn sie so tun, als wollten sie nichts mehr mit uns zu tun haben. Nichts kann mehr schmerzen als das. Aber selbst das hat Jesus erlebt. Wenn du also deine Not zu Gott herausschreist im Gebet und sagst, Gott, ich fühle mich so einsam. Herr Jesus, ich kann es nicht mehr ertragen. Dann wird Jesus dir sagen, durch diese Worte, ich weiß genau, wie es dir geht. Mir ist es auch so gegangen. Und es gibt nichts Heilsames, als seine Not mit jemandem zu teilen, der es wirklich verstehen kann. Der weiß ja ganz genau so. So ging es mir auch. Es heißt hier weiter, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, einsam zu sein. Und du kannst Jesus, lieber Freund, liebe Freundin, all das sagen, wie es dir geht. Jesus wird verstehen und dir helfen können. Da gibt es eine Verheißung in der Bibel im Neuen Testament, die von ganz großer Wichtigkeit ist. Das sind 2. Korinther 6 und dort Vers 16 und 18. 2. Korinther 6 und dort Vers 16 bis 18. Es heißt hier, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott sagt, ich will dein Gott sein. Du sollst mein Sohn, meine Tochter sein. Wenn du das, lieber Freund, liebe Freundin, verstehst, darfst du wissen, du bist niemals wirklich alleine, wenn du Jesus dein Herz übergibst. Denn da gibt es zumindest immer Gott, der an deiner Seite ist, spürbar, erlebbar. Es heißt weiter, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Es ist besser, schlechte Gesellschaft zu meiden, als einfach nur, um irgendwie dabei zu sein und Einsamkeit zu unterdrücken, mit irgendjemandem Gemeinschaft zu haben. Gott möchte nicht Gemeinschaft um jeden Preis. Er möchte die beste und reinste Gemeinschaft für uns, die nur denkbar ist. Es heißt weiter, und ich, sagt Gott, will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, es kann sein, dass aufgrund des Glaubens wir mit alten Kameraden, mit Gruppierungen, in denen wir uns immer bewegt haben, nicht mehr viel zu tun haben, vielleicht nicht mehr zu tun haben können. Aber wir müssen niemals einsam sein. Gott sagt, wenn du auch von anderen verlassen bist oder andere verlassen musst, deines Glaubens wegen, dann werde ich dich aufnehmen. Ich werde dich adoptieren. Lieber Freund, liebe Freundin, du kannst adoptiert werden von Gott. Er will dich aufnehmen und er will sich um dich sorgen. Er will dich nicht einfach nur wie ein Asylbewerber aufnehmen, sondern wie ein Kind, wie ein Sohn und wie eine Tochter. Gott möchte dein Vater sein. Und so brauchst du niemals dich wirklich einsam fühlen. Und da gibt es eine interessante und besondere Verheißung in der Bibel, die sich ganz speziell auch an die Frauen richtet. Viele Frauen haben es erlebt, dass ihr Partner sie verlassen hat. Manche haben es vielleicht auch erlebt, dass sie verwitwet worden sind. Und es gibt eine besondere Verheißung, die wir in diesem Zusammenhang nicht unerwähnen lassen wollen. Im Prinzip gilt sie natürlich auch genauso gut für Männer, aber die Sprache, die hier verwendet wird, eignet sich besonders gut, um Frauen, die sich einsam fühlen oder die verlassen worden sind, zu trösten. In Jesaja 54 und dort Vers 4 lesen wir, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Ja, es mag sich schändlich anführen, schmachvoll, wenn man alleine ist, wenn man verlassen ist. Man fühlt sich schlecht, man fragt sich, vielleicht liegt es vielleicht an mir? Habe ich einen Fehler gemacht? Aber dann heißt es hier in dem nächsten Vers so wunderbar, denn der
dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscher ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Was für eine unglaubliche Verheißung, dass Gott sagt, wenn du verlassen bist, liebe Frau, dann bin ich dein Ehemann. Gott ist nicht einfach nur ein allgemeiner Beschützer, den wir in der Not mal anrufen können, sondern Gott sagt, ich möchte das ausfüllen, was dir fehlt. Und so ist es eine besondere Verheißung für Frauen, die verlassen worden sind, dass Gott sagt, ich möchte dein Partner sein und möchte genau das ausfüllen, was dir verloren gegangen ist. Und du brauchst dich nicht mehr zu schämen und brauchst nicht mehr traurig zu sein. Das heißt in Vers 6, denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Gott ruft uns zu sich und dann können wir mit ihm eine wunderbare Gemeinschaft haben. Und das ist ein interessantes, praktisches Prinzip, das uns hilft, manchmal auch aus diesem Fleck, aus diesem Tal der Einsamkeit herauszukommen. Manchmal, da bemitleiden wir uns sogar so sehr, dass wir so einsam sind, dass es anderen manchmal sogar schwerfällt, überhaupt noch zu uns durchzustoßen und uns herauszuholen. Deswegen hier ein ganz praktisches Prinzip aus Sprüche 11 und dort Vers 25. Denn obwohl Gott uns unglaublich tolle Verheißungen gibt, die wir ernst nehmen dürfen und anwenden müssen, ist es doch auch unser Vorrecht, selbst etwas mit dazu beizutragen, aus der Einsamkeit herauszukommen. Es heißt ja in Sprüche 11, Vers 25, eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Ein ganz wichtiges Prinzip, es ist das Prinzip des Lebens. Wer anderen dient, wird selbst auch glücklich dabei. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal sind wir auch deswegen einsam, weil wir halt so oft immer nur an uns selbst gedacht haben. Und vielleicht ist es auch ein Ratschlag, der dir, lieber Freund, liebe Freundin, helfen kann, wenn du ganz bewusst einmal versuchst, anderen zum Segen zu werden. Wenn du versuchst, anderen im buchstäblichen oder natürlich auch im übertragenen Sinne zu trinken zu geben. Ich habe selbst in meinem Leben erlebt, dass nichts so sehr Freude macht, als anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen vielleicht vom Evangelium zu sagen, ihnen zu helfen, Jesus besser kennenzulernen. In diesem Moment wird man selbst aus seinen eigenen Gedankenkäfigen befreit und erquickt, man wird wieder lebendig. Probier es einfach mal aus. Versuch, für andere ein Segen zu sein. Und du wirst sehen, lieber Zuschauer, dass du selbst reich belohnt wirst dafür. In Sprüche 18 und dort Vers 24, da finden wir noch ein Prinzip, das sich ebenfalls lohnt, überdacht zu werden. Die Bibel ist so praktisch und so realitätsbezogen, dass ich mal wieder staunen muss. Es heißt hier in Sprüche 18, Vers 24, wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als sein Bruder. Was ist das Prinzip, das wir hier sehen können? Manche Menschen suchen den Kontakt mit jedem und sie wollen einfach mit allen Freunde sein. Vielleicht hast auch du 1000 oder 1500 Freunde auf Facebook. Aber wirklich ist das Problem der Einsamkeit nicht gelöst. Es kommt nicht darauf an, wie viele Menschen wir irgendwie kennen. Die Bibel sagt, es ist viel besser, einen Freund zu haben, der wirklich anhänglich ist. Und so lohnt es sich, einmal darüber nachzudenken, ob man nicht viel mehr in eine Beziehung sehr viel investiert, als in viele lose Bekanntschaften, die aber trotzdem nicht wirklich diese Einsamkeit verändern können. Und natürlich, wenn da niemand ist, der ein anhänglicher Freund sein möchte, dann ist Jesus unser Freund, komme, was da wolle. Aber dieses Prinzip ist ein sehr praxisnahes und ich denke ein sehr wichtiges Prinzip. Liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie sich in der letzten Zeit einsam gefühlt. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie Sie wieder Gemeinschaft mit anderen haben können. Und wir haben heute gesehen, dass es möglich ist, durch Gebet und durch das Studium des Wortes Gemeinschaft mit Gott zu haben, die niemanden wirklich einsam lassen sollte. Und dann sehen wir, dass es wichtige praktische Prinzipien gibt, die uns helfen, auch tatsächlich untereinander im zwischenmenschlichen Bereich Gemeinschaft zu erleben, die wirklich lang und intensiv ist. Möchten Sie sich
doch dafür entscheiden, solche Gemeinschaft zu erleben. Nicht einfach nur irgendwie von irgendjemand anerkannt zu sein, sondern tatsächlich etwas investieren in eine Beziehung, die hält und die ja, zum Segen wird. Dann lassen wir uns doch gemeinsam darum beten, dass wir von Einsamkeit, in welcher Form auch immer, durch Gottes Gnade und Kraft befreit werden. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass dein Wort uns deutlich zeigt, dass es möglich ist, immer in Gemeinschaft zu leben. Dass du uns niemals verlässt, auch wenn die Welt links und rechts neben uns zusammenbricht. Wir danken dir, dass wir als gläubige Christen immer gewiss sein dürfen, dass du bei uns bist. Und wir danken dir, dass du uns auch hilfst und zeigst, wie wir echte Freunde gewinnen können, auch auf dieser Erde. Du bist ein Gott, der uns als soziale Wesen geschaffen hast. Und du möchtest, dass wir auch Gemeinschaft haben. Und so danken wir, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen können, ein Freund sein zu können für andere. Bitte schenk du uns gute geistliche Beziehungen und sei du bei uns, wie du es verheißen hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und laden Sie ein, auch die nächste Folge nicht zu verpassen, wenn es heißt Motivation, Glaube. Und bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen im Studium seines Wortes und in der Gewissheit, dass er immer zu allen Zeiten bei Ihnen ist.